Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir werden jetzt tagsüber, also neuer Plan, wir werden tagsüber looten, oder ich auf jeden Fall. Und nachts werde ich jetzt im großen Stil bauen. Achso, das ist Musik. Music. Music. So, damit war möglichst viel, mein Knochenmesser ist weg. Wieso ist mein Knochenmesser weg? Ja, liegt in der Mülltonne in Wolfsburg. Naja. Wir werden auf jeden Fall viel, oder ich jetzt tagsüber viel looten und dann nachts bauen, damit wir uns irgendwie noch ansatzweise auf den Blutmond vorbereiten können. Ja, wir brauchen halt auch noch mega viel Holz, weil diese Spikes, die kosten richtig viel Holz. Ist das ein Huhn oder ein Hund? Ein Huhn. Es wäre cool, wenn ich das kriegen würde, aber ich weiß nicht, ob er mich lässt. Darf ich das Huhn? Aua! Du warst schnell. Bei Regen sind die Zombies, glaube ich, auch schnell. Also, weil es dunkel ist am Tage. Wäre das jetzt unklug zu looten bei Regen? Ich gehe hier gerade so eine Straße entlang und hoffe, dass ich ein paar Häuser finde. Ich muss gleich erstmal Holz hacken gehen. Holz hacken gehen? Ja, wir brauchen viel Holz. Ja, gleich alle. Ich kann ja zwischendurch auch mal so einen Baum hier wegkloppen, dass ich auch immer wieder Holz mitnehme. Ja, wäre gut. Ja, ist eine geile Idee, ne? Ist ein richtiger Hengst. Aha. Oh, da ist ein Haus. Warum sollte ich jetzt warten? Baumfeld! Ich gehe mal zu der Hütte da, die habe ich jetzt so, jetzt habe ich es einmal gemacht, einmal rum. Ist alles jetzt dunkel? Dunkles ja. Holz? Oh, ja. Perfekt. Oh, hier ist noch Eisen. Aber es macht halt wenig Sinn, das mit der Steinaxt abzubauen, ne? Muss ich erstmal mich einmal wärmen und dann muss ich... Weiß nicht, ob suchen gehen nicht leichter Holz ist. Holz suchen. Ich glaube, suchen gehen könnte für Eisen könnte leichter sein als... Wow, ist das hier aber... Als wenn wir das abbauen... Ja, hier ist halt so der Boden ja, mega wow. Im Arsch. Ich habe hier so eine richtige Baracke gefunden. Ja, wow. Ja, wow. Wow, wow, Wahnsinn. Wow. Boah. Ey, du hast doch das eine Mal gesagt, das Haus sieht aus, als wenn es einsturzgefährdet ist, ne? Hm? Dann solltest du die Butze mal sehen. Butze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier hätte reingehen sollen. Tja, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich aber drinne. Jetzt bist du im Arsch. Jetzt bin ich aber sowas von. Eigentlich bin ich mit der Hand im Müll. Mhm. Müll. Ich liebe Müll. Kohle. Oh, hier, ich habe wieder Goldrutentee und eine Dose Miso-Suppe. Leider nicht dein Leibgericht. Ich weiß, du magst Katzenfutter lieber, aber... Aha. Oh, noch irgendwas hier, was wir angucken können? Nö. Heizkörper schlagen? Bringt nichts. Gut. Alter, die Robben sind schon wieder krank, ey. So wie wir. Wieso ist hier ein Raum? Abstellkammer. Ist gar nichts drin. Achso, das musst du rausschneiden. Ich habe gerade laut gedacht. Ja, egal. Lass ich drinne. Mm-mm. Gib deren Adresse auch noch durch und Telefonnummer. Oh. Nee. Ja, ich denke da manchmal nicht dran. Ja, alles gut. Ich muss ja sowieso jedes Video mehrfach durchgucken. Ja. Alles cool. So, haben wir hier irgendwo was Verstecktes? Das sieht halt einfach nur ranzig aus. Weiß ich, hier ist voll die Ranzbude, ne? Aber der Wohnzimmertisch ist Bombe. Bombe. Ja, richtig, echt Holz. Es ist die Bombe. Du bist Dama. Total gut. Was heißt eigentlich das Auge da unten? Was für ein Auge? Na, wenn du auf STRG drückst, dann ist da so ein Auge und da steht 24 bei mir. Ich denke mal, das ist jetzt die Entfernung, wie weit du von Zombies noch gesehen werden kannst, weil du in der Hocke bist. Würde ich jetzt schätzen, ich weiß es aber nicht. Bin ich in der Hocke. Doch, wenn du Steuerung drückst, bist du in der Hocke. Maul. Taschen. Spielen wir noch mehr mit Gnomen zusammenfügen.
Was? Ich hab Spielen grad wir nicht noch zugehört. mehr mit Gnomen zusammenfügen. Du hast gesagt Maul, Okay. ich sag Taschen. Mhm. Okay, was hast du noch Echt für jetzt? mich? Dein Ernst? Auf Ernst fällt mir nichts ein. Oh. Jürgen. Jürgen, Jürgen, Also ich sollte Würgen. hier eigentlich nicht oben rumlaufen. Ich muss mich immer noch wärmen. Wie lange muss ich mich jetzt wärmen? Mir ist warm. Ich habe da so einen Ja, Tropfen, ich aber bin ich weiß nass. nicht, ob das Durst ist oder immer noch. Wow, ich bin runtergefallen. Dann hast du eine Schneeflocke, wenn du nass und wenn dir kalt ist. Nein, ich meine, ich weiß nicht, Doch. ob ich schwitze Ey, das zeigt ja oder doch nicht an. oder ob das. Aber Durst sieht anders aus, ne? Ach, keine Ahnung. Meistens jammert er ja rum, wenn er Durst Vielleicht hast du hat. eingepullert. Ich hab noch mal Aloe Vera Creme. Hast gehört? Ja, ich bin eingetintet. Ich hab mich Vielleicht. nass gemacht. Aber die Butze war es jetzt nicht wert, hier reinzugehen. Aber ist mega gefährlich hier. Mehr. Überall bricht der Boden ein. Mehr gefährlich, sagt er. Mega gefährlich. Ich hab hier mein Leben riskiert. Für mittelmäßig schlechten Riskiert. Loot. Aber hier Weil ich hab. hinten ist noch was richtig Großes. Da gehe ich jetzt hin. Ja, gehen Sie mal. Doch eben hier einen Zombie gehört. Ich habe hier noch nicht einen Zombie gehabt. Oh, hier ist noch Müll. Oh, was ist das? Ein Wolf. Oh, Kacke. Meinst du, ich krieg den Tod? Keine Ahnung. Ein Wolf ist ja anders als ein Hund, ne? Denn nicht größer auch? Ja. Und der kommt in meine Richtung. Ja, wo soll er sonst hinlaufen? Weiß ich nicht, woanders hin. Wenn du den Speer wirfst, ne, der fliegt relativ schnell nach unten. Ich weiß. Cool. Hab ich auch schon des Ich Öfteren, habe weil einen ich den aus Knochen. Meinst du, Versehen wenn ich den werfe, geschmissen haut hab. der Hund ab? Weiß nicht, versuch mal. Ich weiß halt nicht, ob der stärker ist als ich. Oh, definitiv. Okay, warte. Nein, ich habe nicht getroffen. Ich glaube, ich nehme meine Axt, wenn ich gegen den kämpfe. Er hat mich gesehen. Ach, der hält ja gar nichts aus. Zwei Schläge mit der Axt im Kopf und das Ding ist gespalten, doch. Das hat mich jetzt ja verblüfft. Wo ist mein Speer? Ach, da unten. Komisches Geräusch, aber Ja, ich habe hier auch so einen sehe Kriecher. keinen. Guck auf den Boden. Manchmal krabbeln die. Ich habe hier gerade so einen. Kandidaten. War ja unnötig, meine Axt Ja, kaputt. bei mir sehe ich noch nicht mal irgendwas. Also, so wie es aussieht, habe ich meinen Stufe 2 Speer verloren. Ärgerlich. Ja. Der ist irgendwie weg. Naja, shit happens, ne? Was willst du machen? Oh. Sag mal leise. Ah, ist ein Zombie, okay. Ich habe gerade gedacht, hier ist ein Bär. Ein Bär, ja, egal, ob ich leise bin oder nicht, den gesehen hätte sie ja irgendwann dann trotzdem. Ja, ich wollte horchen. Ich wollte der Natur horchen. Du Dreckstück. Ich habe nochmal Müll gefunden. Oh, cool, was ist das denn? Ein Messingkerzenhalter, Lehm und Nägel. Oh, ist das eine Riesenbutze. Ich weiß nicht, ob ich. Oh, zwei Nester nebeneinander. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingehen sollte. Das ist halt riesig. Und das ist so groß, dass ich nicht weiß, ob da viel los ist. Na gut, Loot muss ich vielleicht unterwegs jetzt aussortieren. Ich Merkwürdig. schau mal rein hier. Ich bin jetzt hier bei They Were Not Alive.
Das ist ein Kino oder was? Autokino, cool. Das ist ja geil. Geil, sagt er. Ich hasse Werbung. Oh, ich hab hier Money. Hasse Kino, ey. Ich hasse hier Money gefunden. Bist du sicher? Es läuft nämlich Mama's Justice. Nee, kommt bald. Oh. Nee, danke, ey. Also ich sehe schon zwei Zombies. Ich hab hier gar keinen. Und so ein Trunkenbold läuft auf mich zu. Hm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hau ihm das Trinken. Der hat Yoga gemacht. Guter Mann. Ich gucke hier einfach mal. Ich loot jetzt hier ein bisschen. So viel ist hier bis jetzt nicht los. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe Stahlfedern. Hier ist ein Getränkeautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Oh. Ich habe hier Geier. Och, gnädige. Die kommen jetzt aber ungelegen. Ich bin hier gerade am Sezieren, ja? Ich habe hier einen Patienten. Oh, und noch so ein Bankangestellter. Müssen wir die Beine zusammen machen, wenn sie sich da so hinlegen. Wie sieht denn das aus? Was soll denn der Bankier denken? So. Einmal eine stabile Axt. Ich hab noch Gammelfleisch. Da liegt hier ein Geier, weißt du? Die werfen auch gut Federn ab, das ist gut für Pfeile. Wir sind ja waffentechnisch noch nicht so geil drauf, ne? Hm. Okay, hier geht's nicht lang. Ich geh mal auf Klo, ne? Geh mal. Oh, das ist die Damentoilette. Entschuldigung, Ladies. Das ist das Männerklo. Ihr seid hier ein bisschen falsch. Ich will ja nicht wissen, was die da drinnen getrieben haben. Aber, Klischee bestätigt, Frauen gehen immer zu zweit auf Toilette, ne? Ja, ist so. Ist so. Ich meine, was macht ihr denn da? Kann auch zu dritt und zu viert gehen. Rätselt ihr nebeneinander eine ab und dann vergleicht ihr euch, oder? Ist immer noch ein Geheimnis, was wir da machen. Oh, hier ist die Wand kaputt. Das ist ja spannend. Da komme ich zur Darmtoilette. Ach, da wollte ich schon immer mal raufschnuppern. Mal gucken, was bei euch so abgeht. Sieht genauso aus wie bei uns. Und da sind die Männer drauf. Also das verwirrt mich jetzt richtig. Zwei Stück. Lecker. Ich habe noch keinen einzigen Zombie gehabt. Also ich kann nicht klagen. Na siehst du. Sei mal ruhig. So. Was habt ihr da gemacht zu zweit? Das ist ja schon skurril. Die Männer auf Frauentoilette und umgekehrt, ne? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. In den Kloschüsseln ist nur Papier. Hab da mal reingefasst. Nee, in dem einen ist auch dreckiges Wasser. Ekelhaft. Das können wir trinken. Warum macht man das? Oh, ich habe hier eine Fackel abgebaut. Mhm. Ich habe hier nochmal Kieselsteine. Ich nehme die mal mit. Oh, Sir, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass Sie hier arbeiten. Oh, Sie haben hier einen Zwillingsbruder mitgebracht. Was hast du deinen Bruder geschlagen? Sie schlafen. Zusammen. Irgendwas Cooles hier drinne?
Oben haben wir noch hier so einen blauen Block. Den kann ich gleich abbauen. Schon wieder einiges hier gesammelt. Ich auch. Hast du Holz? Ja. Ich fälle hier jeden Baum, der hier gerade steht. Ein bisschen abseits von unserer Basis? Nö. Damit das noch schön aussieht? Nö. Dann müssen wir neue Bäume pflanzen. Ja, können wir ja. Strahlenanzug. Hat das was zu sagen? Was? Hier ist einer im Strahlenanzug. Oh, Kacke. Hm. Mein Gegenstand ist kaputt. Ich muss erstmal mit der Axt weitermachen. Aber dann nehme ich nur die... Der ist es mir nicht wert, mit meiner guten Stufe 3 Axt zuzuhauen. Dann nehme ich meine billige Steinaxt. Oh, Level up. Ich bin krass. Bin ich auch vorhin schon. Angeber. Ja. Sowas behält man normalerweise für sich. Wer hat, der kann, ne? Wer hat, der kann? Ist das nicht, mhm, wer kann, der hat? Ich habe hier einen Soldaten. Nee, wer hat, der kann. Schade, dass du keinen Hut abwirfst. Genauso wie mit deinem Bäuchchen, oder wie der Scheiße heißt. Der sieht ja cool aus. Der steht ein zweites Mal auf. Ihhh, da hängen ja richtig die Gedärme raus und der wabbelt so. Twerk, baby, twerk, baby, twerk, baby, twerk. Twerk, baby, twerk, baby, twerk, twerk, twerk. Ist der fertig, der Dude? Das ist ja nicht meine Schuld, er twerkt für mich. Mhm. Ist gerade eingefallen, ich kann ja hier auch die Paletten so ein bisschen mal abbauen, ne? War der hier echt alleine drin? Wir standen hier nicht vorhin. Die Frau auf dem Poster für die Werbung, für den Film, der bald kommt, das ist die Zombie-Tante, die Dicke hier mit der Augenklappe. Die ist prominent. Das nächste Mal, wenn ich sie umbringe, will ich von ihr ein Autogramm haben. Quatschen, Bullshit, da. Gar nicht wahr. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Absoluter Real Talk, Bruder. Ja, Bruder. 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 Ich hab verstanden, Bruder. Bruder vor Schienbeinschoner. Was ist das? Ach ja, Papier. Papier. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe hier noch was Gutes gefunden. Da, warst du das? Ja. Du Affe. Ja, ich richtig. Ich habe. Ach ja, 10.000 HP, den baue ich nicht ab. Ich habe gerade in Windeseile meine Steinaxt gezogen und mich umgedreht. Ich habe hier noch einen Rugby-Helm Stufe 3, falls du willst. Einen Football-Helm. Naja, wozu denn? Schutz. Ach, wenn die mich fressen, fressen die mich. Wieso? Was für einen Helm, was für einen Helm hast denn du? Ich brauch so einen Plunder nicht. Du brauchst so einen Plunder. Self-Defense, Baby. Tür ist verschlossen. Wo sind denn die Lappen? Da. Aua. Ich muss hier mal ein Eisentür abbauen. Alles gut bei dir? Nein. Hast du dir wehgetan? Ist schon lange nichts mehr gut hier. Hast du deine Periode? Nee, aber bald. Du brauchst vielleicht mal ein Beruhigungsbäuchchen. Wie? Ein Beruhigungsbäuchchen. Ein Bäuchchen. Das hört sich nicht, dass man sagt das so, Bäuchchen. Nein, das heißt nicht Bäuchchen. Bäuchchen. Das heißt Bäuchchen. 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 Du bist doch so blöd, um Bäuchchen zu sagen, Alter. Bäuchchen. Bäuchchen, ja. Bäuchchen. Nicht Bäuchchen. Bäuchchen hört sich cooler an. Bäuchchen, das gibt's gar nicht, das hört sich nicht cooler an. Natürlich gibt's Bäuchchen, jeder kennt das. Nein. Das ist ja. Ach komm, hör doch auf. Bäuchchen. Was hat der denn? Hat der Durst vielleicht? Das wäre jetzt obwohl ich kann das hier trinken. Was kloppen die denn? Ach, hier kloppen die sich durch. Ich helfe euch, Freunde.
Ich habe Überlebende gefunden. Geh doch mal auf die Bäuchen, Ken. Da deine Kumpels, ey. Ich habe Überlebende gefunden. Ich hol die raus. Überlebende, ja klar. Ja, die klopfen hier an und rufen so. Ja. Ah ja. Ja. Freunde. Aha, aha. Ihr habt überlebt. Nimm meinen Knüppel. Greif nach meinem Knüppel, ich zieh euch hier raus. Oh, ich habe keine Ausdauer. Das wäre jetzt aber doof, wenn die kommen, ne? Ja, nee. Wäre doof, ne? Aber ich habe hier was voll Geiles. Ja, nee, wäre doof. Das war nix. Er schwebt so nach oben. Der heilige Messias. Wieso bin ich denn jetzt lustiger, nass? Lustiger Witzbold. Ich bin nass und habe Hunger. Nahrung 10. Neblig. Kleinen Moment, Jungs. Oh nee, ey, im Nebel kommen die bestimmt auch, ne? Nee. Sicher. Ich hätte mal. Kann der hier unten mit draufhauen? Haut der hier auch kaputt? Nee, was haust du denn? Da oben. Da bin ich auch konform mit. Ich baue jetzt mit dem Zombie zusammen hier Metall ab wegen Durchgang. Na denn? Ja, ja. Das ist jetzt eine Bruderschaft. Wir arbeiten im Team. Intim. Intim. Wir arbeiten intim aneinander. Miteinander. Oh. Ja, Moment. Witzig. Wir haben's gleich, Buddy. So, den letzten machst du. Gut gemacht. Er ist hingefallen und hat sich den Kopf erstmal auf die Kante aufgehauen. So ein Dulli. Merkt er eh nicht mehr. Merkt er auch nicht mehr. Der merkt gar nichts mehr. Ich komme jetzt rein. Ist er gleich tot umgefallen. Ich habe hier nochmal Kieselsteinchen. Mhm. Entschuldigung. Was ist das hier? Ey, hier ist nichts in dieser Hütte. Ich dachte, so eine große Bude. Da gibt es doch bestimmt krassen Loot. Hier gibt es gar nichts. Also nichts Besonderes. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich gehe hier rein und dann 4667 Patronen fürs Gewehr, kugelsichere Weste, Trittminen, Splittergranaten, Leopard A2. Na denn? Nix war hier. Boah, die können schon wieder essen. Ich könnte schon wieder trinken, glaube ich. Ja, ich auch beides. Ey, der kann saufen, der Typ. Das steht bei mir. Du hast nicht genug Ausdauer. Ja, trinken sieht schlecht aus, Buddy. Wir hätten jetzt dreckiges Wasser. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ich habe nichts zu saufen. Wir könnten eine Flasche mit Säure trinken, aber... Schmeckt bestimmt auch nicht. Ja, muss ich mich jetzt wohl auf den Rückweg begeben, so allmählich. Weiß ich nicht, hier ist nichts zu trinken für mich. Hier ist halt auch nicht so viel Loot, ne? Auf dem Dach ist auch lame. Auch nichts los. Lame. Warte mal, hier war ich drin, hier waren nur die Toiletten. Trinkt doch aus der Toilette. Ja, aber das ist alles trübes Wasser. In dir. Ich will aber kein Wasser. Wenn ich aus der Toilette trinke, muss da schon wirklich Pipi drin sein. Ekel. Oh, ich habe Holz gefunden. Ja. Und irgendwo hier will sich wieder einer zu mir durchprügeln. Was ist denn das? Hä, wieso ist denn mein Schlafsack? Hä? Ich mach hier mal mit, Randale. Mein Schlafsack wurde mitgenommen? Geldautomat. Nee, du hast bestimmt einen gefunden. Nee, meiner ist nämlich weg. Okay, du hast den bestimmt mitgenommen. Hä, wie was denn? Ich weiß nicht wie. Geht das nochmal? Ich hab was zu süppeln. Ups. Ah, erstmal hier einen reinbechern. Wieder was zu süppeln. Können wir eigentlich gleich trinken?
Warte jetzt, ich. Nee, ich hab's ja nur genommen. Oh, Habe das war ich jetzt ja eben nicht clever. meinen Schlafsack nicht gesehen, wo ich hin muss? Schon gewundert, ey. Waschbecken durchsuchen. Oh, Kleber. Das können wir auch gebrauchen. Jetzt bin ich ein überladen. Was habe ich denn hier drin, was ich nicht brauche? Das können wir verwenden. Aber kann ich zurzeit nicht verwenden. Glasscherben. Brauche ich Glasscherben? Ich habe hier noch ein altes Sandwich. 15 Nahrung. Gönn dir. Jön dir, Digga, jön dir. Abgelaufen, weiße, 20 cm Schimmel drauf, aber schmeckt wie neu. Wo schmecken mir die Sandwiches am besten? Mit Schimmel. Oh, 1200, bist du bekloppt, man nehme ich ja doch. Was ist passiert? Oh, ich habe hier irgendwas geweckt und da ist ein Hund mit bei. Ach, schön, Patrick. Ich bin raus hier. Und Hepp? Ich hoffe mal, dass ich die abhängen kann. Komm jetzt nach Hause. Hildegard! Hildegard! Ich kenne gar keine Hildegard. Ich liebe Olaf. Ich bin überlastet. Warum? Ich habe doch nichts gesammelt. Ah. Kann ja noch mal ein bisschen Holz abbauen. Ah, oh, ich krieg gleich Besuch. Darf ich meine Ausdauer nicht runterhauen? Sind Sie hingefallen, Sir? Ich reiche Ihnen einen helfenden Knüppel. Ja, hat er glatt den Kopf verloren. Ich finde das so geil, wie die Köpfe so. Brainwash. Das ist richtig geil mit dem Kleber. Da können wir Reparaturkits herstellen. Meine Axt hat es langsam wieder nötig. Ich hab alles auf dem Vorderman hier. Das ist bestimmt die ganze, meine ganzen Reparaturkits aufgebraucht, ja? Ach, ich hab's gewusst. Ich, was für Reparaturkits? Ich nehme meinen eigenen Stein, mein eigenes Holz und meine eigenen Fasern. Hey, nimmst du nicht die Stufe 2 Axt, die ich dir gegeben hab? Doch, die nehme ich ab und zu. Ah, okay. Dann bist du auch mal bald wieder. Aber meine Steinaxt und so. Boah. Nee, als wenn ich hier immer deins nehme, ey. Du nimmst immer meins. Nur meins und nichts anderes als meins. Bestimmt, Junge. Du kleiner Hosenpupser, du. Deine Hose habe ich gepupst. Oh, ist ja nicht mehr nipplisch. Nee. Das ist Sonnenschein. Ich bin schon richtig braun. Ich komme mir vor wie im Urlaub hier. Ich komme mir vor wie auf Malle, ja? Sonne scheint, ich werde braun. Besoffene Leute, die hier rumlaufen. War ich noch nie. Ich auch nicht. Hat mich nie interessiert, muss ich ehrlich zugeben. Oh, noch mehr Kleber, das ist so geil. Na, du Schnüffler. Ha, Kleberschnüffler. Oh, da. Holzfäller. Einmal rundherum, damit wir die Fallrichtung bestimmen. Ich brauch gleich mal eine Verschnaufspause, wenn das okay ist. Nein. Okay, ich kann nicht mehr. Den Rest vom Baum fäll ich gleich. Einen nur noch, da, oder was? Da ist noch ein... Ja. Ne, zwei. Drei Schläge. Vier Schläge? Wow, ich hab aber nicht viel Damage gemacht von dem Baum. Also bei mir geht mit meiner Steinaxt richtig was weg hier. Ach, hier bin ich... Oh, ich bin ja gleich um die Ecke. Inge! Ruhig. Inge, ich bin gleich wieder da. Ich hab dir was Schickes mitgebracht. Boah, ey. Keine Ausdauer.
Ah, ich auch Und nicht. ich muss Ich muss Baum auch. fällen. Aber ich mache noch mal einen Abstecher am Wasser. Ich habe noch vier leere Gläser. Da mache ich direkt wieder Wasser rein zum Abkochen. Weil ich so ein krasser, durchdachter Typ bin. Ich habe schon wieder Hunger. Ich hab immer Hunger. Habe ich noch was zu essen? Ich habe unterwegs so viel gefunden und alles schon gefressen, ne? Gegessen. Gegessen. Diniert. Ich habe Reiß dich mal alles. zusammen mit deiner Wortwahl hier. Ich habe alles schon verspeist. Ist halt ein bisschen doof, ey. Ich loote und genauso viel essen, wie ich finde, muss ich essen auf der Loot-Tour, wo ich unterwegs bin. Ich finde, diese Tanne passt hier einfach nicht ans Gewässer. Die muss weg. Ja. Aber das mit der Ausdauer ist immer so ein Thema, ne? Thema. So ein Thema. Ein Thema. Das ist immer so eine Thematik hier mit Das der ist, Ausdauer. ja, das ist was für die Fakultät. Fakultät. Die müssen das Thema durchgehen. Ja. So. Ich habe noch mehr Plürre mitgebracht. Jetzt kann ich das so stacken. Ha. Was habe ich gemacht? Ich habe mal einen Nur Stahlzaun Scheiße. hergestellt. Jojo, ich bin auf eine Taste Mach gekommen. wahrscheinlich nur Kacke, mach so. Nur Kacke. Ich habe einen Stein gefunden. Ach, das ist ein schöner Stein. Oh. Du haust nach mir? Ist aber frech. Ich? Nee, er. Ist doch hier gar nicht. Die alte Wurst. Inge! Ruhig. Warte, ich dachte, man kann auf den Baum klettern. Kann man gar nicht. Hilf mir doch mal auf die Sprünge. Was wollte ich jetzt machen? Oh nein. Und hüp. Ich muss gleich essen und trinken kommen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Erstmal habe ich dir was Schickes mitgebracht. Musst du nur reparieren, ist fast kaputt. Ah, toll. Dann will ich's nicht. Warum nicht? Wenn nichts kaputt ist. Rausgehen. So, oh, ich bin in den Stacheldraht gelaufen, den ich eben gerade platziert habe. Bist du wohl? Genial, danke. Oh, kann ich das hier auch gleich wieder aufwerten, bevor ich meine Taschen wieder leer mache? Ist das schön, oder? Das ist doch schön. Einfach herrlich. Haben wir schön die ganzen Bäume als Schutz weggenommen. Die bieten keinen Schutz. Aber wir müssen halt regelmäßig welche nachpflanzen, sonst können wir irgendwann keine mehr abbauen. Oh. Das sieht doch schon mal vernünftig aus. Ich Das habe so meine kacke ganzen hier. gesammelten Steine wieder verbraucht. Inge, wo bist du denn? Bist du unterwegs? Ach, da hinten. Holzfäller Inge, wink doch mal. Hallo. Hey, ich will jetzt nicht winken. Ich muss ja erstmal. Hallo. Hey, ja, hallo und tschüss. Hallo und auf Wiedersehen. Gesehen. Ah, wir brauchen mehr Kisten und größere Kisten.
schmeiß hier mal ein bisschen Kohlen rein. Und dann kann ich ein bisschen Messing einschmeißen. Einschmelzen. Und ich habe doch... Wir haben halt nicht mehr viel Eisen. Aber ich kann das hier noch mit reinschmeißen. Wir hatten doch so viel Eisen. Ja, nee, ich meine anders. So, dann nehme ich das raus. Ach so, hier ist voll der Platz. Ja, müssen wir das umpacken. Gut, ich habe jetzt 4 Eisen, 2-mal Klebeband und ich brauche 3-mal Kleber. Und ein Lumpen. Lass dich nicht lumpen. Hm. Und dann könnte ich doch rein theoretisch Klebeband herstellen. So. Und aus dem Klebeband kann ich jetzt wiederum ein Reparaturkit herstellen. Du machst das schon. So, und dann kann ich den Kleber wieder zurückpacken. Geschmiedetes Eisen. Oh, hier. So, und dann kann ich das Reparaturkit, das erste, schon verbrauchen. Oh, kleinen Moment noch. So. Wunderbar. So. Ah, ja. So, wir haben 16 Uhr. Ich könnte eigentlich nochmal auf Tour gehen, wa? Meine Taschen sind wieder leer. So, nee, warte, warte, gar nicht wahr. Das kann ich noch und das kann auch raus. So. Herrlich. Herrlich. Haben wir jetzt eigentlich, sind wir rundherum jetzt in Stein, bis auf diesen Silo, aber der ist ja stabiler als unser Stein. Hast du hier runden Balken weggehauen? Ich habe gar nichts weggehauen. War die ganze Zeit Holz hacken. Copy Shape? Oh. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe mal schon wieder mein Holz ausgepackt. Jasmin. Hm. So. Würde. Geht das eigentlich auch, wenn ich die Rahmenform nehme? Sage. Nee. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Gut. Denn eben nicht. Dann können wir einmal hier nach hinten packen. Den haben wir da hier. Dann packen wir den Knüppel mal nach ganz vorne. Das sieht doch schon... Also wir kommen den Ganzen doch schon ein bisschen näher, oder? Aber ich glaube, den Stacheldrahtzaun, den kriegen wir auf keinen Fall rum. Ersten Blutmond. Das schaffen wir nicht mehr. So, das war es aber für heute auf jeden Fall von uns. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gerne mal ein Like da, wenn euch das Format gefällt. Ich sag's immer wieder, ich gehe euch damit auf die Eier. Ist auch so. Gehe ich auch so? Ah. Oh, die Videos werden hochgeladen, ob ihr wollt oder nicht. Mir scheißegal. Shitstorm für mich. Jo. Das wollte ich gar nicht sammeln hier. Mhm. So, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, mach's gut. Mach's gut. Ciao.